und kontrolliert. Marc Radkowski. Ja! Toll, wie er das macht. Und er ist drin. Und jetzt warten wir mal ab, ob er vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. Ganz schnelle Entscheidung. Foul, aber Vorteil. Perfekt gemacht. Gutes Auge. Jetzt ist er ganz frei. Guck mal hin. Und er ist drin. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal betrachten. Sieht guten Möglichkeit aus. Ja, da hat er den Gegner. Und? Digga. Ja, er hat schon. Weit vor dem Tor. Nimmt er den Wahnsinn. Manni Brockmann und Frank Fußmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und los geht's. Möglichkeit. Da stand die falsche Adresse drauf. Geht er rein? Tor! Das hat er gepfiffen und es gibt Elfmeter. Ganz eindeutig, der Angriff galt mehr dem Gegner als dem Ball. Da gibt es überhaupt keinen Grund für Diskussion. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Ja, das war ja schon fast arrogant, wie er den Elfmeter verwandelt hat. Aber Manni, wer trifft, hat recht. Sicher und professionell verwandelt dieser Elfmeter. Wirklich souverän. Jetzt nimmt er dem Verteidiger den Ball ab. Daraus könnte sich eine Torchance entwickeln. Marc Radkowski. Das gehört nun tatsächlich. Der Unparteiische zeigt auf den Punkt. Strafstoß. Er trifft hier klar den Gegner. Das war ein Foul. Keine Frage. Korrekt gesehen vom Schiri. Die Wiederholung beweist. Kannte er die Ecke? Jedenfalls hat er gehalten. Mir. Suboptimal gelöst das Ganze. Das ist leichte Beute für die Verteidigung. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und Tor! Die Mannschaftskameraden sind auch nicht gut drauf, aber unser Torwart, der schießt hier den Vogel an. Verunsicherten Art. Sofort abgezogen und was für ein Tor! 1, 2, 3, das ist der Hattrick, Frank. Unglaublich, das sehen wir nun wirklich nicht allzu häufig, aber das ist auch ein Killer. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Oh, und der Ball, er zappelt im Netz. Jetzt wird es aber ziemlich heftig hier. Ja, ja, aber das ist im Grunde, wenn wir das hier nochmal sehen, Manni. Kein Problem für den Torhüter. Ah,
Ein Versuch der Balleroberung. Super Flanke. Unglaubliches Tor. Ich weiß nicht, wie viele Chancen die gehabt haben. Irgendwie tendierte das gegen Null. Und jetzt machen die so ein Ding aus dem Nichts, um da nach oben zu krabbeln.